Herzlich willkommen, Ludger Heidbrink. Was ist eigentlich das Gegenteil von Verantwortung? Verantwortungslosigkeit, würde ich sagen. Also der Zustand, in dem wir die Verantwortung einfach von uns weisen und sagen, wir handeln ohne Verantwortung oder sind nicht verantwortlich. Was wäre denn der Unterschied zwischen Unverantwortlichkeit und Verantwortungslosigkeit? Das ist eine sehr interessante und spannende Frage. Also in meinem Verständnis ist die Verantwortungslosigkeit der Versuch, die Verantwortung abzulehnen. Und zwar meistens mit schlechten Gründen. Wenn wir uns aus der Verantwortungsklemme ziehen wollen oder wenn uns irgendwas angelastet wird und wir sagen, nein, dafür tragen wir keine Verantwortung. Das nenne ich Verantwortungslosigkeit, wenn wir keine guten Gründe haben. Unverantwortlichkeit ist dagegen der Zustand oder die Situation, wo wir mit guten Gründen sagen können, wir tragen keine Verantwortung. Für Fälle, für die wir nichts können, wo wir überfordert waren, wo wir nicht eingreifen konnten, wofür wir vielleicht auch einfach nicht zuständig sind. Menschsein heißt sich verantwortlich fühlen, behauptet der Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry. Hat er recht? Ist das eine dieser Fundamente des Menschseins? Ja, das würde ich so sehen. Und es gibt eine ganz lange Tradition in der Philosophie, in der das auch so gesehen wurde, dass Verantwortung eigentlich sowas ist wie Auszeichnung der Menschlichkeit oder des menschlichen Wesens oder der menschlichen Charaktereigenschaften, die wir haben oder vielleicht auch unserer Tugenden. Und das Interessante ist, wenn man den Menschen die Verantwortung wegnimmt, fühlen sich ja auch viele Menschen degradiert, entwürdigt, in Frage gestellt als Menschen, wenn man sie nicht als verantwortungsfähige Wesen betrachtet. Der Philosoph Hans Jonas sagt auch dazu, der Mensch ist das einzige uns bekannte Wesen, das Verantwortung haben kann. Indem er sie haben kann, hat er sie. Kann ich nicht mich aus diesem haben können müssen befreien als Mensch? Bin ich übrigens kein Mensch, wenn ich verantwortungslos bin? Also zu der ersten Frage, ich kann mich natürlich befreien aus der Verantwortung und sagen, ich bin als Mensch kein verantwortungsfähiges Wesen. Aber wenn man genauer darüber nachdenkt, würde man, glaube ich, dann seine Menschlichkeit oder seinen Personenstatus in Frage stellen. Kant hat ja mal so schön gesagt, Person ist dasjenige Subjekt, das einer Zurechnung fähig ist, also das sozusagen Verantwortung trägt. Also wir können uns natürlich aus der Verantwortung stehlen, aber da stellen wir unsere Menschlichkeit und unseren Personenstatus in Frage. Ist Verantwortung, wenn ich mir so anhöre, was Sie gerade sagen, auch eine hilflose, bewusst hilflose Konstruktion gegen die menschliche Urangst, gegen Chaos? Also wenn ich Verantwortung trage, wenn ich sie akzeptiere, muss ich ja auch unterstellen, dass durch Übernahme von Verantwortung es eine andere Kausalkette geben kann. Das hat ein ganz bestimmtes Menschen- und Lebensbild an sich. Das ist eine extrem spannende Frage. Also in meiner Auffassung ist der Versuch, Verantwortung zuzuschreiben, anderen Menschen oder uns selbst, in der Tat der Versuch, Ordnung in die Welt zu bringen. Und es ist gleichzeitig, das meine ich, das heillose Unterfangen für Vorgänge, für Dinge, für andere Menschen, Verantwortung zu finden, die gar nicht existiert. Also die Verantwortungskategorie ist eigentlich hochgradig ambivalent. Wir versuchen, eine gewisse Ordnung in die Welt zu bringen. Und wir haben auch, glaube ich, so etwas wie ein Bedürfnis nach Verantwortung. Wir können uns gar nicht vorstellen, dass es bestimmte Prozesse gibt, für die niemand Verantwortung trägt. Und gleichzeitig entsteht daraus so eine Überfrachtung der Welt durch Verantwortung. Eine Überforderung, eine permanente Expansion der Verantwortung. Gerade in der modernen Gesellschaft dehnen wir diesen Begriff immer weiter aus. Und damit geraten wir in so etwas, wie ich es nennen würde, wie eine Verantwortungsfalle. Und trotzdem haben wir etwas Grundsätzliches unterstellt, wenn wir von Verantwortung sprechen. Nämlich, dass es eine Kausalität verändern kann, dass eine Grundhaltung, das Leben ist, die Chaos als reale Situation. Ins Chaos hinein kann ich nicht intervenieren. Ins Chaos hinein kann ich auch keine Verantwortung für Chaos tragen. Deswegen doch ein bisschen präziser noch einmal, wenn wir darüber nachdenken. Sie sprechen von Ambivalenz. Das ist vielleicht auch eine Hilfskonstruktion, um die Hilfskonstruktion der Verantwortung zu retten, oder? Ja, also es ist eine Hilfskonstruktion. Ich nenne es ja gerne eine Paradoxie, aus der wir auch nicht herauskommen mit dem Verantwortungsbegriff. Also der bringt gewissermaßen die Ordnung ins Chaos, erzeugt aber wieder neue falsche Ordnungen. Zurechnungsmuster, die, wenn man genauer hinschaut, nicht stimmen. Die Bereitschaft für Not und
unglückliche Zustände Verantwortung zu tragen, für die man gar nicht zuständig ist. Und der wahrscheinlich richtige Weg würde darin bestehen, die Grenzen der Verantwortung zu erkennen. Also in bestimmten Fällen zu sehen, dafür tragen wir zu Recht die Verantwortung. Man kann sie auch von uns erwarten, dass wir sie übernehmen und dass wir für die Dinge zuständig sind. Und es gibt genauso gut sehr viele Fälle, in denen wir fälschlicherweise Verantwortung übernehmen oder von anderen erwarten. Etwa vom Staat oder anderen Einrichtungen, dass sie die Verantwortung tragen, die wir im Grunde dann selber haben. Aber da muss ich sofort fragen, wer bestimmt, welche Grenzen sind. Und wenn man die Welt, die Menschheit sieht, kann man sehen, dass ganz unterschiedliche Grenzen gezogen werden. Also wer hat da die Definitionsmacht? Ich würde sagen, das hängt davon ab. Es hängt von den einzelnen Fällen ab. Da müssten wir jetzt Beispiele nehmen und genauer hinschauen und überlegen, in der Situation oder in diesem Fall, ist es die Verantwortung, die wir zu Recht tragen und die wir uns selbst auferlegen, indem wir uns zum Beispiel für bestimmte Zustände zuständig fühlen, indem wir uns engagieren für die Verbesserung von Dingen. Oder es ist eine Verantwortung, die wir eigentlich gar nicht tragen, für die zum Beispiel der Staat zuständig ist oder gesellschaftliche Einrichtungen, die wir aber dennoch übernehmen, denken wir zum Beispiel im Bereich bürgerschaftlichen Engagements, wenn wir das Gefühl haben, wir sollten freiwillig etwas tun. Also man kann sie uns sozusagen nicht aufzwingen, diese Verantwortung, aber wir können sie auch freiwillig übernehmen. Bismarck geht mit diesem Thema so um, dass er sehr lapidar sagt, ich zitiere, es gibt keine Handlung, für die niemand verantwortlich wäre. Stimmt das? Das würde ich etwas anders sehen. Sartre hat es ja auch so ähnlich gesehen. Wir kommen nicht aus der Verantwortung hinaus. Als freie Wesen stehen wir immer in einer Verantwortung, der wir gerecht werden müssen. Wir sind sozusagen in sie hineingeworfen. Aber wenn man sich unsere moderne, komplexe Gesellschaft anschaut, also die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, gibt es sehr viele Bereiche, in denen man, glaube ich, nicht sagen kann, dass einzelne Akteure dafür Verantwortung tragen. Im Begriff Verantwortung steckt ja das Wort Antwort. Bedeutet Verantwortung zu übernehmen, eine Antwort schuldig zu sein, Rechenschaft abgeben zu müssen? Ja, das ist in der Tat der eigentliche Begriff, ne, wie Sie sagen. Also es geht um das Antworten auf etwas, es geht um das Rede und Antwortstehen. Und so wie wir miteinander sprechen, heißt das ja eigentlich, ich antworte auf etwas, was Sie mich fragen oder was Sie von mir erwarten. Und das ist die ursprüngliche Konstellation der Verantwortung, eigentlich ein interpersonales Verhältnis, wo der eine den anderen anspricht und der andere muss sich rechtfertigen, eventuell auch vor Gericht oder vor Gott. Diese personale Struktur des Verantwortungsprinzips hat sehr lange sehr gut funktioniert. Ich würde sagen, bis Ende des 19. Jahrhunderts, vielleicht noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir leben aber ja nicht mehr in einer personalen Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Systeme dominieren, in denen Prozesse dominieren, Netzwerke. Und damit kommen wir an eine Grenze des ursprünglich personalistischen Verantwortungsbegriffs, in dem es um Rede und Antwort geht. Und trotzdem, auch in dieser Zeit haben Menschen miteinander zu tun, in Empathie oder eben nicht. Handlungen des Einzelnen haben Konsequenzen. Also glaube ich doch, dass selbst heute diese Grundidee noch nicht ersetzt ist durch die Systemidee. Sie ist additiv hinzugekommen. Ja. Aber deswegen noch mal die Frage zu dem Thema. Sie haben das ja gerade bildlich beschrieben. Aber es gibt einen Empfängerhorizont und einen Absenderhorizont. Und Sie können ja als Absender meinen, Sie haben Antwort gegeben. Und ich bin der Meinung, nein, das ist es noch nicht. Du hast dich nicht der Verantwortung gegenüber erklärt. Wie geht man mit diesem Dissens, mit diesem Konflikt um? Ja, uns fehlt eine dritte Dimension bei der Geschichte, die wir gerade besprechen. Der Verantwortungsbegriff ist nicht nur zwischen einem Sender und einem Empfänger vorhanden oder das Verantwortungsverhältnis, sondern es gibt noch eine Norm oder eine Instanz, vor der wir uns dann rechtfertigen oder wo der andere von der anderen Person erwartet, dass sie sich dieser Norm entsprechend verhält. Also wenn Sie mich jetzt fragen, warum reden Sie so einen Blödsinn, dann müsste ich irgendeine Erklärung dafür finden und dann würde ich auf irgendeine Norm oder eine Verhaltensregel verweisen, mit der ich glaube, das plausibel machen zu können. Das heißt, Verantwortung besteht zwischen einem Verantwortungssubjekt, Objekt und einer Norm oder einer Instanz. Und wenn wir die wissen, das ist immer sehr schwierig, worin diese Norm besteht, das kann das Gewissen sein, das kann auch eine rechtliche Regel sein, wenn wir diese Norm kennen, dann können wir anfangen, uns untereinander zu einigen, ob der eine der Verantwortung, die der andere erwartet, gerecht wird. Nun gibt es ja ein anderes Problem mit der Verantwortung, das der Philosoph Thomas Nagel so beschrieben hat, Zitat, ein Mensch kann nur für das, was er begeht, moralisch verantwortlich sein, aber was er begeht, resultiert aus vielen Umständen, für die er nichts kann.
Also was jetzt? Ja, was jetzt? Das ist eine der zentralen Fragen der modernen Philosophie, vor allem der Moralphilosophie, dass man, wenn man die Verantwortung Menschen zuschreibt, davon ausgehen muss, dass sie bestimmte Eigenschaften haben, unter bestimmten Umständen handeln, die sie aber selber nicht verursacht haben. Das meinte Thomas Nagel mit diesen Umständen, für die sie selber nichts können. Also zum Beispiel unsere geistigen Fähigkeiten, unser Norm- und Regelbewusstsein, aber auch unsere soziale Lage, in der wir uns befinden. Das sind ja alles zufällige Dinge und die kann man uns eigentlich nicht anlasten. Jetzt ist das ein ganz schwieriges Thema. Was macht man dann? Und es gibt eine Richtung in der Philosophie, die sagt, wir lassen es einfach weg. Wir gucken gar nicht, woher Menschen kommen, in welchen sozialen Lagen sie sind, sondern wir behandeln sie als verantwortungsfähige Subjekte, unabhängig von diesen Umständen. Wenn man aber dann wieder genauer hinschaut, geht das eigentlich gar nicht, weil wir sind ja das, was wir geworden sind. Und wir handeln so, wie wir als Personen konstituiert und verfasst sind. Und ich würde mal behaupten, es gibt keine wirkliche Lösung für diese Frage. Das bedeutet ja, wenn zwei dasselbe tun, ist es doch nicht das Gleiche. Richtig. Und wenn das so wäre, dann ist ja auch die Übertragung nicht nur von Verantwortung, sondern auch von Folge der Verantwortungslosigkeit in einem ganz bestimmten Fall, wenn es sanktioniert würde, ungerecht. Richtig. Wie geht man damit um, wenn man in Systemen, wie Sie eben erzählt haben, denn doch denkt und nicht nur in der Individualisierung? Was bedeutet das denn mit dem Umgang von Verantwortung, getragen oder nicht getragen zu haben, wenn diese Frage doch so wichtig ist, von wo kommt dieser Mensch? Der amerikanische Philosoph Bruce Waller hatte gesagt, against responsibility deswegen. Also wir müssen dieses Moral Responsibility System, wie er das genannt hat, loswerden, weil es genau, wie Sie sagen, unfair ist. Wir machen Menschen verantwortlich für Dinge, die sie tun. Sie tun sie aber, weil sie bestimmte Personen sind. Und das, was sie als Personen sind, dafür können sie nichts. Also können sie logischerweise auch nichts für das, was sie tun. Das ist erstmal so ein ganz intuitiv einläutender Gedankengang, dass man also für das, was man tut, nichts kann, weil man das tut, weil man eine bestimmte Person ist. Wenn man genau darüber nachdenkt, ist es aber eigentlich nicht mehr so einleuchtend. Weil bei den Trägen würden wir gar keine Verantwortung mehr haben. Unser Rechtssystem würde beispielsweise nicht mehr funktionieren. Das Strafrechtssystem auf keinen Fall. Das Strafrechtssystem würde nicht mehr funktionieren. Das berücksichtigt ja nur ganz bestimmte und extreme Exkulpationsmöglichkeiten. Wenn wir über Verantwortung reden, geht mir trotzdem durch den Kopf, dass der Mensch sich eigentlich von dieser Verantwortung, also mit dieser Verantwortung sehr windet. Also aus Opportunismus, aus Angst, aus Gleichgültigkeit. Warum fällt Verantwortung so schwer? Weil es nur eine Konstruktion ist? Ja, weil es eine Belastung ist. Also wenn wir uns zum Beispiel fragen, an unserem täglichen Einkäufen im Supermarkt, was darf ich kaufen, was soll ich kaufen? Was ist klimafreundlich, nachhaltig? Ist das eine Frage, die uns eine gewisse Zeit beschäftigt? Wie betreibe ich meine Mobilität? Wie fahre ich durch die Gegend? Wie reise ich und so weiter? Das sind alles Fragen, die uns Zeit und Nachdenken erfordern und uns herausfordern. Und das kann dazu führen, dass Menschen sagen, ich beschäftige mich nicht mit dieser Frage, weil mir das zu anstrengend ist, und weisen dann die Verantwortung von sich. Und wir sind, wie wir aus unserer eigenen Erfahrung, glaube ich, ganz gut wissen, wir sind gewissermaßen Virtuosen der Verantwortungsabwehr und der Verantwortungsablehnung. Wir erfinden dann Argumente, warum wir die und die Dinge nicht tun müssten, warum man das und das nicht von uns erwarten kann. Aber wenn man es konkret nimmt, dann wird das ja dann doch bildlich anders. Spielen wir mal ein Beispiel durch, was wir beide und Millionen Menschen relativ täglich erleben und damit konfrontiert sind: Flucht und Migration. Viele Menschen versuchen, über die Mittelmeerroute nach Europa zu kommen. Welche Verantwortung trage ich konkret oder Sie konkret, wenn jemand auf der Flucht ertrinkt und er nicht von uns gerettet wird? Also meine Meinung dazu ist, dass das erstmal ein zwischenstaatliches Problem ist und damit ein völkerrechtliches oder staatsrechtliches Problem darstellt. Das müssen die Staaten, in denen diese Fluchtprozesse stattfinden, untereinander regeln, weil das unsere Handlungsmöglichkeit als einzelne Bürger eines Landes vollkommen überschreitet, weil wir nichts in dem Zusammenhang aktiv tun können. Jetzt kommt aber die andere Seite, die Sie ansprechen. Natürlich sind wir verantwortungsfähige Menschen und Wesen, und jeden, der ein wenig, sagen wir mal, Gefühl in seiner Brust hat,
wird es mitnehmen, wenn wir die Bilder sehen, auf denen die Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und dann tritt etwas ein, das man vielleicht als eine Art von Wohltätigkeit oder christlich würde man sagen Barmherzigkeit nennen könnte. Und das ist übrigens eine lange Tradition der Verantwortung. Verantwortung heißt nicht nur dafür einzustehen, wofür man Schuld trägt, sondern auch für etwas, für das man sich zuständig fühlt, wo man Sorge tragen möchte, wo man aus freiwilligem Engagement handelt. Und da verstehe ich sehr gut, dass in der Mittelmeerproblematik Hilfsorganisationen eingreifen. Ich würde gerne unterbrechen und dann doch noch mal Ihre erste These nehmen. Also Staaten entscheiden das. Demokratische Staaten und Demokratieverständnis sagt, viele Ichs sind am Ende dann doch auch diejenigen, die Regierungen, Parlamente wählen. Wenn also jemand in einem Land lebt, wo Regierung und Parlamente sagen, wir helfen nicht, weil wir damit, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, die Schlepper unterstützen. Und damit dann doch wissen, es werden Menschen ertrinken. Und ich bin Bürger dieses Staates, Bürgerin. Und mir geht es um die Kette von Verantwortung, von Mitverantwortlichkeit. Kann ich dann ganz einfach sagen, es ist die Regierung, es ist der Staat und der Rest ist Barmherzigkeit? Ist die Verantwortung damit wirklich von mir genommen? Kann ich mich damit entlasten, dass ich sage, diese Regierung hat es so beschlossen, was soll ich denn tun? Das sind zwei Dinge, glaube ich, die zusammenkommen. Also die eine Möglichkeit, die besteht, die Sie ja auch angesprochen haben, ist, im Mittelmeer selber aktiv zu werden, wie die Kapitänin Rakete mit ihrem Rettungsboot, mit ihrem Rettungseinsatz. Das sind Hilfsaktionen, die von Leuten gemacht werden und die ich auch bewundernswert finde, die anderen Menschen vor Ort direkt helfen wollen. Die Bürger eines Landes haben folgende Möglichkeit. Sie können auf die Straße gehen und gegen die Flüchtlingspolitik ihres Landes demonstrieren. Sie können die Partei abwählen, die diese Flüchtlingspolitik betreibt, die ihnen nicht recht ist. Sie können mit anderen Bürgern neue Initiativen bilden und versuchen, auf die Politik Einfluss zu nehmen. Ich würde das unterscheiden zwischen so einer, nehmen wir es mal vielleicht eher staatsbürgerlichen Verantwortlichkeit und einer bürgerschaftlichen Verantwortlichkeit derjenigen, die in den Notsituationen selber, also in diesem Fall im Mittelmeer helfen. Dann nähern wir uns mal gemeinsam einer Situation, wo der Staat nicht mehr dazwischen ist. Jemand beobachtet, wie in der U-Bahn ein Mensch zusammengeschlagen wird. Der erste Reflex der meisten Menschen ist, ich habe Angst, ich könnte in diese Gewalt mitverwickelt werden. Ist die emotionale Struktur des Menschen eher auf Passivität und Verantwortungslosigkeit ausgerichtet und deswegen die Anmutung, man sei doch verantwortlich und man wird auch verantwortlich gemacht, für etwas nicht getan zu haben, eine Illusion, ein Anspruch, der mit der Realität nichts zu tun hat, und zwar der Realität des Menschen an sich. Es gibt interessanterweise sehr viele Untersuchungen, die zeigen, dass wir, ich drücke es mal so ein bisschen ungeschützt aus, von Natur aus empathiefähige Wesen sind. Das heißt noch nicht, dass wir handeln. Fürsorglich sind. Und ich glaube, die meisten Menschen in einer solchen Situation in der U-Bahn, wenn sie sehen, jemand wird zusammengeschlagen oder jemand wird vergewaltigt, haben das Bedürfnis, intuitiv eingreifen zu wollen. Ich glaube, die meisten haben das. Warum wir es nicht tun, hat ja meistens andere Ursachen. Nicht, weil wir das nicht nachvollziehen können, nicht, weil wir nicht helfen wollen, sondern weil wir Angst haben, selber geschädigt zu werden, weil wir selber zusammengeschlagen werden. Und deswegen ist ja die eigentlich klügste Verhaltensweise, das wissen wir ja alle, dass wir andere, die in dieser U-Bahn sind, dazu bringen, mit uns in den Fall einzugreifen, in die Situation einzugreifen, damit wir uns nicht selbst schädigen. Also man kann, glaube ich, von Menschen nicht erwarten, dass sie Verantwortung übernehmen, wenn sie sich damit selbst schädigen. Trotzdem denke ich gerade wieder, wie kriege ich Verantwortung weg? Man könnte auch die 110 wählen. Aber in den meisten Fällen ist es eher abschalten, die Situation nicht dynamisieren. Ist das ein Ausdruck einer berechtigten, vielleicht in der Natur liegenden Angst, wie wir sie beschreiben, eine Einschätzung der Situation? Oder hat es nicht doch etwas damit zu tun, dass ich eher, auch wenn ich es empfinde, immer nur an mich denke und Verantwortung etwas sehr Zivilisiertes, Angeeignetes, Angelerntes ist, also aus einer Empathie eine Handlung werden zu lassen und es immer noch die Ausnahme von der Regel ist, dass Menschen sich eher nicht einmischen wollen und im Nachhinein sagen, naja, was hätte ich denn schon tun können? Ja, das Problematische ist, dass wir zwei verschiedene Gene in uns tragen, wenn man es mal so ausdrücken will. Das Hilfsgen, also die Bereitschaft, Hilfe zu leisten, und das egoistische Gen, um es jetzt mal etwas
einfach auszudrücken. Und die geraten häufig in Konflikt miteinander. Wir sind genauso Egoisten, wie wir Altruisten sind. Und wir changieren in Alltagssituationen immer zwischen Egoismus und Altruismus. Was Sie beschreiben, ist mindestens genauso verbreitet, vielleicht sogar viel verbreiteter als einzugreifen, also altruistisch zu handeln, dass wir wegschauen. Und dass wir dann, wenn wir wegschauen, in der U-Bahn wird jemand bedroht und wir gucken dann einfach woanders hin, vertiefen uns in unser Smartphone oder in die Zeitung. Dann, wenn wir angesprochen werden in der Situation, uns scheinbar schlaue Gründe einfallen lassen. Ach, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ach, ich war so beschäftigt. Guter Grund ist übrigens auch immer der Selbstverschuldungsvorwurf. Die Person war ja selbst schuld, dass sie angegriffen wurde. Die Person war ja selbst schuld, dass man über sie hergefallen ist. Da sind wir sehr schlau darin. Oder wir finden noch das letzte Argument. Das ist nämlich der Vorwurf, dass es gar keine Notlage gegeben hat. Und dass am Ende sowieso ja eigentlich immer die anderen zuständig sind. In diesem Fall heißt das, der Staat oder die Polizei hätte eingreifen müssen. Oder man hätte Kameras in die U-Bahn bauen müssen. Das ist nicht unsere Aufgabe, für Sicherheit in der U-Bahn zu sorgen. Es gibt ja noch ein anderes Problem mit Verantwortung. Und zwar, wenn unterschiedliche Verantwortungsansprüche miteinander in einer Spannung stehen. Ein Beispiel. Ein Soldat, der einen Befehl verweigert, weil er moralisch die Aktion missbilligt. Er will andere nicht töten mit dieser Begründung, warum er es tun soll. Aber gleichzeitig weiß er, dass er damit die Kameraden auch gefährdet, weil er in der Kette des Teams nicht mehr funktioniert. Wie löst man eigentlich diese Verantwortungsdilemmata? Ja, das Beispiel des Befehlsnotstandes ist natürlich so ein klassisches Beispiel, wo eine Person im Grunde ja gezwungen ist zu handeln aufgrund einer bestimmten Hierarchie, einer Machthierarchie und Weisungshierarchie. Das heißt, wenn ich abhängig bin in meinem Arbeitsverhältnis oder in einem Organisationsverhältnis wie im Militär, bestimmte Befehle auszuführen oder bestimmten Anweisungen von Vorgesetzten zu gehorchen, ist das etwas, was mich zum Teil entlastet von Verantwortungsfolgen, also Schäden, die dadurch entstehen. Zum Teil aber nur. Wir haben ja einen Spielraum in den meisten Fällen. Der Soldat hat wahrscheinlich einen geringeren Spielraum, weil er sich selber damit schädigen würde oder vor Gericht gestellt wird, wenn er dem Befehl nicht gehorcht. Aber in anderen Organisationen, wo wir den weisungsbefugten, sagen wir, Strukturen unterliegen, haben wir Spielräume, die wir ausnutzen können. Und auch da kennen wir dieses interessante Phänomen, dass wir unsere fehlende Bereitschaft, diese Spielräume verantwortlich auszunutzen, rechtfertigen damit, dass wir eben in einer Organisation handeln, die bestimmte Strukturen vorgibt. Ich glaube übrigens, deswegen kommen auch immer wieder diese Unternehmensskandale zustande, ne? Weil in den Unternehmen die Mitarbeiter sagen, ja, das hat der Vorstand beschlossen. Das hat mein Vorgesetzter, mein Abteilungsleiter mir gesagt, dass ich das und das machen soll. Aber jeder, der ein bisschen auf Organisationen schaut, weiß ja, wir haben in Organisationen Spielräume, die wir ausfüllen sollten mit unserer Verantwortungsfähigkeit und Bereitschaft. Sie sagen, ich zitiere, wir sind nicht für das verantwortlich, was wir sind. Kann ein gewalttätiger Mensch also sagen, ich bin einfach jemand, diese Aggressionen sind in mir, ihr könnt mich nicht mehr dafür verantwortlich machen? Er kann das sagen. Er kann sagen, ich trage keine Verantwortung, weil ich diese Eigenschaft habe. Und wir können auch dann sagen, er ist nicht verantwortlich dafür, was er tut. Aber, jetzt kommt der interessante Punkt, wir können ihn trotzdem rechtlich verurteilen. Also das ist ja das Interessante, dass die rechtliche Kategorie der Schuld oder der Verurteilung oder auch die moralische Kategorie der Missachtung. Ja, hier macht der Staat jemanden verantwortlich. Ja, er macht sie aber nur auf die Person, macht der Staat auf dieser Ebene der Straf- oder Zivil- oder sonstigen rechtlichen Verantwortlichkeit zuständig. Aber nicht im Sinne eben einer personalen Verantwortlichkeit. Also wir können eben auch durchaus ohne Verantwortung, das ist eigentlich das Interessante, Menschen zur Rechenschaft ziehen. Wenn wir zum Beispiel feststellen, dass sie für ihr Handeln eigentlich nichts können, dann machen wir einen Cut zwischen dem, was Personen sind. Das nennt man übrigens Responsibility Cut. So richtig einen Schnitt und sagen, die Person kann in der Tat nichts für das, was sie ist. Sie kann nichts für das, was sie an Vermögen hat für ihre soziale Lage. Das heißt aber nicht, dass wir sie nicht trotzdem als verantwortliches Individuum in der jeweiligen Situation so behandeln können, dass wir sie rechtlich zur Rechenschaft ziehen, dass wir sie moralisch missbilligen und sagen, du hast Mist gebaut und du musst dafür gerade stehen. Es gibt noch eine Kategorie, das ist im Kantschen Sinne die moralische Verantwortung, als Selbstverantwortung vor dem eigenen Gewissen. Aber was hat jetzt das Gewissen wieder zu tun mit der Verantwortung? Ja, bei Kant war das ja der erste Versuch, den Begriff der Verantwortung in die Philosophie einzuführen. Und er ist nicht sehr weit gekommen.
Nämlich, er hat eigentlich nur gesagt, Verantwortung hat was, wie Sie sagen, mit dem eigenen Gewissen zu tun. Kant hatte ja die Vorstellung, dass wir sowas wie so ein kategorischen Imperativ, also so ein Bewusstsein, was allgemeine Regel sein sollte, in uns tragen. Das ist uns gewissermaßen eingegeben. Und das meint er mit dem Gewissen. Also der Mensch hat nach Kant so eine Fähigkeit, könnte man es vielleicht nennen, ein Vermögen, Regeln für sein Handeln zu finden, von denen er glaubt, dass sie verallgemeinerbar sind. Und vor diesen verallgemeinerbaren Regeln sollen wir uns verantworten in unserem Handeln. Also im Grunde, ich sehe das bei Kant immer so, ist das so wie der, als ob Gott in das Gewissen eingepflanzt worden wäre. So eine Internalisierung des Gottesbildes bei Kant, das Gewissen. In welchem Verhältnis steht eigentlich Verantwortung und Schuld? Im schwierigen Verhältnis. In einem komplexen Verhältnis. Wie ich ja eben schon sagte, der Begriff der Verantwortung ist nicht notwendigerweise an die Schuld gekoppelt. Also wir kennen zumindest zwei. Und die Schuld an der Verantwortung, ist das gekoppelt? Auch nicht direkt. Also es gibt eine Verantwortung, die wir ohne Schuld tragen, und wir können schuldig gemacht werden, wie wir das ja gerade an diesem Beispiel eines Gewalttäters besprochen haben oder einer Person, die nichts für ihre Personenhaftigkeit oder für ihren Charakter konnte. Wir können auch schuldig gesprochen werden, wenn wir sagen, die Person hat eigentlich keine Verantwortung für das, was sie tut. Sie wird aber trotzdem schuldig und wird entsprechend dann rechtlich bestraft. Und mir geht es nicht nur um das Rechtliche. Wir transferieren das ja auch immer wieder in den Alltag. Wir urteilen, wir beurteilen, wir übertragen Verantwortung, wir bestimmen Schuld bei anderen, sehr ungern bei uns selbst. Diese Prozesse haben eine hochmoralische, ich will nicht sagen auch beliebige, Struktur in sich. Und deswegen nochmal die Frage, Verantwortung und Schuld, wie sind die miteinander verknüpft oder gar nicht? Doch, sie sind verknüpft auf mehreren Ebenen, zumindest auf zwei. Also traditionell hat der Verantwortungsbegriff ja etwas mit der Zurechnung zu tun. Man wird für eine Handlung, die man vollzogen hat, zur Verantwortung gezogen, in der Weise, dass sie einem zugerechnet wird. Man sagt, du hast diese Handlung vollzogen, ich rechne sie dir zu, also musst du für die Folgen gerade stehen. Das würde ich sagen, ist dann die Schuldkategorie. Wir werden aber ja häufig auch aktiv als verantwortliche Menschen dort, wo wir gar keine Schuld tragen, wenn wir uns freiwillig für etwas engagieren, wie wir das eben im Mittelmeerbeispiel hatten. Die Kapitänin Rakete zum Beispiel hat sicherlich keine Schuld an dieser Misere, sie greift aber ein, sie versucht zu helfen. Hilfe, Fürsorge, Wohltätigkeit, Engagement, freiwilliges Verbessern von Zuständen. Das sind alles Verantwortlichkeitshandlungen, die ja entstehen, wo wir gar keine Schuld tragen. Und das Problem, was jetzt daraus entsteht, ich glaube, das haben Sie so ein bisschen im Auge, ist, dass wenn uns jemand sagt, sei verantwortlich, werde verantwortlicher, als du bisher bist, dass wir dann nicht genau wissen, meint er jetzt, dass ich in diesem freiwilligen Sinne mehr Verantwortung übernehmen soll? Und wo soll ich sie dann übernehmen? Kann der das jetzt von mir erwarten oder muss ich mir das selber auflegen, diese freiwillige Verantwortung? Oder ist damit gemeint, du bist verantwortlich für das, was du im Grunde falsch gemacht hast, wofür du die Schuld trägst? Das ist ganz interessant, weil es ist hier gerade in der Bundesrepublik Deutschland ein sehr tragendes Thema nach dem Nationalsozialismus. Da wurde, genau wie wir das diskutieren, klargemacht, Schuld kann nur eine unmittelbare persönliche Handlung oder Nichthandlung sein und trotzdem die Verantwortung dafür trägt das Kollektiv. Und diese Verantwortungskette ist jetzt nicht nur eine Frage, wer wo an der Kette ist, sondern ist mittlerweile ja auch eine Frage der zeitlichen Verantwortung. Es gibt ja unstreitig diese unmittelbare Verantwortung, aber viele heute sind 20 Jahre, 25 Jahre, einige, die Deutsche sind, kommen auch aus einem anderen Land, sind sogar in einem anderen Land geboren. Und trotzdem wird unterstellt, dass man in dem Moment, wo man Deutscher ist, die Verantwortung für das, was Hitler und die Deutschen gemacht hat, mitträgt. Gibt es eine Verantwortung der Taten, an denen man nicht nur selbst nicht beteiligt war, sondern die auch zeitlich sehr weit von einem selbst entfernt ist? Ich bin in der Sache eigentlich immer noch Anhänger von Karl Jaspers und seinem berühmten Buch über die Schuldfrage. Jaspers hat ja gesagt, es gibt bei den nachgeborenen Deutschen gibt es keine politische Schuld, es gibt keine moralische Schuld, es gibt aber eine metaphysische Schuld, hat er das genannt. Eine metaphysische Schuld, mit der er so etwas meinte wie ein
Mitglied einer Schicksalsgemeinschaft zu sein oder einer Nation, deren Fehlhandlungen weitervererbt werden. Die interessante Frage ist jetzt, was bedeutet das, wenn ich mich als 20-Jähriger heute zu dieser metaphysischen Schuld bekenne? Und ich kann mich eigentlich nur dazu bekennen. Oder Verantwortung. Oder ich, genau, im Grunde meinte er Verantwortung. Genau. Ne? Also wir nennen es dann mal metaphysische Verantwortung. Wenn ich mich jetzt zu dieser metaphysischen Verantwortung bekenne, ist das ja ein Vorgang, den man nicht von mir auf der rechtlichen oder moralischen Ebene direkt einfordern kann. Ich war nicht beteiligt an diesen Handlungen. Ich bin nachgeboren, vielleicht sogar in der zweiten oder jetzt schon in der dritten Generation. Wenn ich aber dann sehe, dass ich Mitglied eines Landes bin, mit dem ich mich identifiziere, für das ich mich zuständig fühle, das für mich wichtig ist, dann glaube ich, muss ich ehrlicherweise auch ein Stück dieser metaphysischen Schuld übernehmen. Deswegen ist es ja das Interessante, die Menschen, die sagen, sie sind begeisterte Deutsche, sie haben ein nationales Zugehörigkeitsbewusstsein, müssen gerade deshalb die metaphysische Schuld für die Gräueltaten Deutschlands in der Vergangenheit übernehmen. Wenn ich das also richtig interpretiere, wer auf Goethe stolz sein will, um solche Begriffe zu nehmen, muss sich auch für Hitler schämen. So ist es. Aber was wir jetzt diskutieren, heißt ja, dass eine individuelle Verantwortung auch in eine kollektive Verantwortung übergehen kann, ohne dass es eine Unmittelbarkeit in meinem Handeln und Sein gegeben hat. Ist das so? Das ist so, ja. Also der Übergang zwischen individueller und kollektiver Verantwortung, der kann auf ganz unterschiedliche Weisen passieren. Also in diesem Beispiel, also der Schuld der Deutschen, der metaphysischen Schuld, der metaphysischen Verantwortung der Deutschen für den Nationalsozialismus, ist das dann der Fall, wenn das einzelne Individuum, also der 20-Jährige, sich sozusagen identifiziert und zu einem Mitglied dieser Schuldgemeinschaft wird. Dann ist er in diesem Zustand, wo er sagt, ich übernehme die metaphysische Verantwortung für das, was meine Vorfahren gemacht. Auch das, was wir jetzt diskutieren, hat ja wieder mit dieser Begrifflichkeit der Mitverantwortung zu tun. Eine Mitverantwortung, die ganz unmittelbar besteht, wenn wir beide in einer Situation sind und handeln oder nicht handeln. Aber das ist jetzt eine sehr weite Perspektive der Mitverantwortung. Stellen wir uns vor, wir sind, weil wir das jetzt noch in Deutschland besprechen, 200, 300, 400 Jahre weiter, gilt dieser Gedanke, den wir gerade besprochen haben, nämlich mit der Identifizierung und der Übernahme der Identität, ob das jetzt in Deutschland mit den Nazis ist oder in vielen anderen Ländern, wo es auch Situationen gibt, wo das Kollektiv an sich einzeln und als Kollektiv versagt hat, gibt es da eine Denkbegrenzung von Zeit oder wäre das dann eine Unbegrenztheit von Verantwortung? Die Frage hat sich ja auch Hans Jonas gestellt, was die Zukunft anbelangt. Im Grunde ist das ja die gleiche Frage. Wir gehen jetzt in die Zukunft und betrachten aus der Zukunft die Frage für die Vergangenheit. Und die Struktur ist ja sehr ähnlich. Und Jonas war ja der Meinung, es gibt eigentlich eine nicht geringer werdende Verantwortung für zukünftige Generationen, je weiter sie weg sind. Und es gibt so ein Recht der Menschheit auf Existenz. Das haben wir auch für Generationen, die 200 Jahre nach uns erst leben werden. Und jetzt umgekehrt ist es eine Frage, die man wahrscheinlich in der Gegenwart noch nicht wirklich beantworten kann. Was werden die Deutschen in 200 Jahren über den Nationalsozialismus sagen und denken? Also ganz realistisch gesehen habe ich die Befürchtung, mit der Zeit lässt die metaphysische Verantwortung für diese Zeit auch nach. Wir müssen sie quasi immer wieder wachhalten. Wenn man jetzt den Gedanken der zukünftigen Verantwortung an ein ganz konkretes, uns betreffendes Beispiel nimmt, Stichwort Klimawandel. Wir wissen alle, dass das, was wir jetzt tun, eine Konsequenz in der Zukunft hat. Jetzt unabhängig davon, welche Perspektiven Wissenschaftler und andere als Folge benennen. Heißt das, dass ich heute bereits die Verantwortung tragen muss für das, was aus diesem Verhalten in 50 oder 100 oder 200 Jahren andere Generationen trifft? Ich sollte es tun, ja. Weil wir wissen, dass die Klimagase, die Emissionen, die Treibhausemissionen etwas ist, was sehr langhaltig ist und nachhaltig in der Atmosphäre bleibt. Also über Hunderte von Jahren nicht abgebaut wird. Also alles das, was jetzt geschieht, hat Langzeitfolgen. Und mit denen sollte ich mich als verantwortlicher Mensch auseinandersetzen. Was bedeutet das konkret, wenn ich Sie höre? Welche Verantwortung spielt sich jetzt, um es banaler zu sagen, ab in mir und um mich herum?
Was soll ich tun? Ja, und zwar gar nicht ins Konkrete gehende, sondern wir können ja viele Beispiele nehmen, die, weil wir gerade darüber sprachen, erst in der Zukunft noch dramatischere Effekte haben. Also ich lebe in einer Diktatur und ich tue nichts. Ich weiß ganz genau, dass je weniger ich tue und andere tue, desto brutaler wird die Diktatur, desto eher wird morgen oder übermorgen wieder ein Mensch einfach abgeholt. Es gibt also sehr viele Beispiele, auch ganz banale, wie ich bin im Büro, ich sehe, dass ein Chef Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mobbt. Und ich weiß, je weniger Widerstand im zivilen Sinne stattfindet, desto mehr wird er das tun. Trage ich dann für dieses Zukünftige, was passiert, eine Verantwortung? Und wenn ja, was kommt darüber hinaus raus, als dass ich sage, du trägst Verantwortung, dass es schlimmer geworden ist? Ich würde gerne beim Klimawandel bleiben, weil die anderen Beispiele sehen so ähnlich aus, sind aber, glaube ich, von der Struktur her ein bisschen anders. Weil beim Klimawandel ist ja das Gleiche, was ich gerade sagte, auch gültig für die Vergangenheit. Das heißt also, die Treibhausemissionen sind ja schon in der Vergangenheit erzeugt worden. Ne? So, sagen wir jetzt mal seit der Industrialisierung. Das heißt also, die vor uns lebenden Länder und Generationen sind genauso verantwortlich für unsere eigene Generation oder wir selbst und die, die nach uns kommen werden. Und in diesem gigantischen historischen Zusammenhang ist natürlich mein eigener Beitrag, den ich leisten kann, wenn ich mal das Auto stehen lasse, morgens relativ gering. Deswegen neigen ja auch viele dazu zu sagen, ja, was kann ich da machen, was soll ich machen? Das bleibt alles irgendwie wirkungslos. Das ist aber natürlich auch wieder eins dieser Exkulpationsargumente, der versucht, die Verantwortung loszuwerden. Weil wir können natürlich auch im Einzelhandel sehr viel machen. Wir können unsere Mobilitätsgewohnheiten ändern. Wir können anders einkaufen. Das hatten wir eben auch kurz mit dem Supermarkt und dem nachhaltigen Konsum. Das sind natürlich, würden viele sagen, nur die berühmten Tropfen auf den heißen Stein. Deswegen geht es nicht nur um das private nachhaltige Verhalten oder klimafreundliche Verhalten, sondern die Bürger sind heute natürlich auch aufgefordert, politisch aktiv zu werden. Also die Parteien zu unterstützen, von denen sie der Meinung sind, dass sie was gegen den Klimawandel tun. Das ist seit Futures for Friday en vogue geworden, quer durch alle politischen Lager, links und rechts, den Klimawandel auf der Agenda zu haben. Und da ist wiederum die Frage, wozu sind die Bürger jetzt bereit, wenn die Politik dann beschließt, bestimmte Klimaauflagen zu erlassen? CO2-Steuer und Ähnliches. Und da merkt man ja immer wieder, dass die Bürger dann zwar sagen, ja, 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 wir fliegen weniger, wir sind auch gegen Kurzstreckenflüge, sind aber nicht bereit, mehr Geld dafür auszugeben, wenn die Flüge jetzt zum Beispiel teuer werden würden. Oder sie wären auch, glaube ich, nur meine Vermutung, in begrenzten Rahmen bereit, CO2-Steuern zu zahlen. Das bleibt dann immer bei so einer Rhetorik stehen. Aber wenn ich Ihnen zuhöre, entsteht doch ein Dilemma. Denn eigentlich ist dann die Frage, wie kann ich jemanden zur Verantwortung ziehen, wenn wir uns einig sind, dass das Ziel wichtig und richtig ist, aber sich das Individuum wie die Gruppe verweigert. Wir haben einmal das im Strafrechtlichen, aber in allen anderen Bereichen ist doch die Bedrohung, dass es in eine moralische, in eine beliebigere, in eine interpretatorische Sicht und Weise dann verhandelt wird, immer sehr groß. Also der Zeigefinger auf den anderen und die vier anderen Finger mir gegenüber. Gibt es dafür eine gesellschaftliche, eine soziologische, eine gesellschaftspolitische Möglichkeit, das zu verhandeln? Also ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten. Wenn ich jetzt nur kurz sage, die Puristen hätten darauf sofort eine Antwort. Mhm. Das ist das Ziel, es ist richtig, ich nehme dich in die Verantwortung, weil du es nicht gemacht hast. Richtig. Und die Frage ist aber jetzt, wie man das macht. Und da gibt es mehrere Instrumente und mehrere Wege. Also was wir das Klimaproblem anbelangt, man kann das auch das ganze Nachhaltigkeitsproblem nennen, ist es nicht so, dass ein Weg am Ende funktioniert. Wir brauchen Gesetze, die dafür sorgen, dass die Klimaemissionen reduziert werden. Die dürfen aber nicht zu Lasten bestimmter Bevölkerungsgruppen gehen. Das ist dann sozusagen die Klugheit der Politik, die Instrumente sozusagen sozial gerecht und fair auszubalancieren. Wir brauchen also Regeln und Gesetze. Wir brauchen Anreize, also steuerliche Anreize, die nachhaltiges Handeln unterstützen. Und wir brauchen, und das ist jetzt vielleicht das Komplizierteste, weil da sind wir eigentlich die schwächsten Individuen überhaupt, wir brauchen sowas wie Selbstverpflichtungen, Selbstbindungen. Was irgendwie verloren gegangen ist in den letzten Jahren, ist die Bereitschaft der Menschen, bei Problemen zu erkennen, dass sie ihren eigenen Anteil dafür leisten müssen, dass sie sich selbst am Riemen reißen müssen, dass sie sagen müssen, wir müssen einfach auf bestimmte Lebensstile oder Standards verzichten. Also jetzt machen wir es mal plakativ. Ich muss verzichten. Ja, ich selbst. Also um es mal plakativ zu machen, weniger Fleisch essen, weniger reisen, weniger Auto fahren.
Da wird immer wieder danach gerufen, das soll jetzt erstmal der Staat ein Gesetz machen. Ne? Oder eine politische Gruppe ruft dann wieder danach, dann sollen da die Benzinpreise erhöht werden, Anreize. Warum kann man nicht einfach mal sagen, Mensch, du kannst doch dein Verhalten selber ändern. Du musst nicht immer darauf warten, dass da irgendjemand die Benzinpreise erhöht oder dass der Staat irgendwas verbietet. Also diese drei Instrumente, Anreize, Gesetze und Formen der Selbstverpflichtung oder Selbstbindung, die müssen, glaube ich, in Zukunft besser ineinander greifen. Wir leben ja im Zeitalter des Internets und das Gesagte kann eine Waffe sein, das Gesagte kann die Menschenwürde berühren und jemanden zur Verantwortung ziehen dafür ist ja eine auch sehr komplexe Frage. Aber die Anonymisierung im Netz verschiebt ja noch einmal Verantwortungskategorien. Was macht das aus einer Gesellschaft, wenn in vielerlei Hinsicht man verantwortungslos oder unverantwortlich handelt, aber das System einem kaum mehr zur Verantwortung zieht, weil es diese Anonymisierung in sich trägt? Ich fürchte, es trägt tatsächlich zu einer Steigerung dieser Leugnung von Verantwortung bei, also dieser Denial of Responsibility, wie man das ja auch nennt, also der Leugnung und Ablehnung von Verantwortung, weil man durch die digitalen Medien natürlich die Möglichkeit hat, immer wieder sozusagen auszuweichen vor den realen Verantwortlichkeiten, also sich hinter bestimmten Diskursen im Netz oder sozialen Debatten im Netz zu verstecken, anstatt jetzt aktiv zu Oder man leistet so etwas, das ist übrigens ja auch ein interessantes Phänomen in der Verantwortungsdiskussion, man leistet sowas wie so eine Art Ablasshandel und zieht sich damit elegant aus der Verantwortung, indem man immer nur so tut, als sei man verantwortlich. Ist es aber nicht. Gibt es einen Weg, jemanden zur Verantwortung zu bringen? Freiwillig? Ich denke, der Weg liegt darin, der Person, dem Menschen zu zeigen, dass sein Handeln falsch ist. Herr Heidbrink, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch, das, wie ich hoffe, wir in voller Verantwortung geführt haben. Herzlichen Dank dafür.